zu einem neuen Video von Queer Style. Wir befinden uns heute in meiner Küche. Das hat einen ganz bestimmten Grund, beziehungsweise sogar zwei bestimmte Gründe, wenn man es genau wissen will. Und zwar zum einen, dass ich heute ein neues Videoformat starte, das nicht zwingend immer was mit der Küche zu tun hat, heute aber schon. Und weil ich eben auch, das ist der zweite Grund, etwas Leckeres zum Naschen mache. Und zwar geht es um Folgendes, ich habe es ja letzte Woche schon mal ein bisschen angekündigt. Ich bin seit Weißem in einer Washi-Tape-Facebook-Gruppe und in dieser Gruppe gibt es einige Leute, die sich zusammengetan haben mit der Aktion Aktiv Kreativ. Und zwar laden die Mädels, die in dieser Gruppe sind, alle zwei Wochen jeweils ein Video zu einem bestimmten Thema hoch. Also jeder sein eigenes Video, aber alle unter einem Thema und unter dem Hashtag aktiv kreativ, deswegen auch unter dem Video, eben zusammengefasst. Und das Thema von dieser Woche ist Galaxy. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich was Leckeres zum Naschen mache. Und zwar wird das Galaxy-Schokolade. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und natürlich auch hinterher beim Nachmachen. Ja, das ist unser Spielplatz für heute. Und zwar habe ich hier schon mal einen Topf mit Wasser vorbereitet für das Wasserbad. Das stellen wir auch gerade schon mal an, damit das Wasser schön warm wird. Dann habe ich hier verschiedene Gefäße und auch hier so einen Teigschaber. Den brauchen wir dann nachher. Einfach um die Schokolade dann halt drin zu schmelzen. Ich habe hier zwei Sorten Schokolade. Einmal zartbitter. Und einmal weiße Schokolade und diese Schokolade werde ich dann nachher mit Lebensmittelfarbe einfärben. Für die Zartbitterschokolade habe ich extra schwarze Farbe besorgt, weil die soll ganz dunkel werden. Und dann habe ich hier noch andere Lebensmittelfarben und davon werde ich dann violett und blau verwenden. Und dann werde ich auch einen Teil weiß lassen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn das Wasser sich erhitzt, brechen wir einfach schon mal die Schokolade in Stücke. In die große Schüssel durch die Zartbitterschokolade. Kleiner Tipp, es ist immer besser, wenn ihr die Schokolade schon in der Packung zerbrecht. Und dann könnt ihr die ganzen Krümel, die beim Brechen entstehen, direkt mit in die Schüssel reinschmeißen. Ihr könnt statt Schokolade natürlich auch Kuvertüre nehmen. Das mache ich auch sonst immer. Aber ich dachte, für diesen Zweck besorge ich einfach mal normale Schokolade. In drei gleich große Stücke teilen. Ganz wichtig, wenn ihr Schokolade irgendwie mit irgendwelchen anderen Zutaten vermischt, sei es nun Lebensmittelfarbe oder Aroma, das ist relativ wurscht. Wenn ihr es mit etwas vermischen wollt, insbesondere dann, wenn es flüssig ist, dann macht das sofort in die noch nicht geschmolzene Schokolade rein, weil sonst gerinnt euch das Ganze und macht die ganze flüssige Schokolade kaputt. So, und dann gucken wir mal hier mit der schwarzen Lebensmittelfarbe. Und dann geben wir hiervon ein bisschen was in die Schüssel. Und dann schauen wir einfach mal nachher, wie die Farbintensität ist. Und geben dann vielleicht nachher nochmal was dazu, weil mit dem Pulver dürfte das relativ ungefährlich sein. Rein theoretisch. Und schon hat man die Finger schwarz. Ja. Und hier wollte ich, wie gesagt, eine Portion weiß lassen. Dann machen wir mal hier die kleine Portion und dann machen wir in den großen Messbecher schon mal blau rein. Ja, nicht übertreiben. Und in den
bisschen kleineren machen wir violett. Alles klar. Also, gut. Jetzt müssen wir, wie gesagt, abwarten, bis das Wasser eben warm genug ist. So, das Wasser hat jetzt langsam Placing gebildet, deswegen habe ich die Temperatur jetzt auf mittlere Hitze gestellt, damit die konstant bleibt. Und habe jetzt als allererstes die Schüssel mit der Zartbitterschokolade reingetan, weil das wird ja quasi unsere Basis für die Galaxy-Schokolade, quasi der schwarze Nachthimmel. Alles klar. Und jetzt müssen wir halt warten, bis die Schokolade schmilzt. Beziehungsweise dann halt auch mit dem Pfannenwender gegebenenfalls dann nochmal umrühren, damit das Ganze eben auch ja, etwas schneller geht. Das sieht doch ganz gut aus. Mhm, damit kann ich arbeiten. So, als nächstes braucht ihr ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und auf das kippt ihr jetzt die Schokolade drauf. Ich hätte vielleicht etwas mehr von der dunklen Schokolade nehmen sollen. Aber hätte, könnte, sollte. Oder wie mein Schatz so schön zu sagen pflegt, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben. Und notfalls kommen noch ein paar bunte Pralinen dabei raus. Und ich glaube, viel mehr kriegt man hier tatsächlich auch nicht mehr raus. Wir können natürlich jetzt das, was in der Schüssel noch übrig ist, direkt ausschlecken. Ihr könnt es aber auch trocknen lassen und danach nochmal mit einem sauberen Teigschaber quasi die Sachen so abschaben, dann habt ihr quasi Schokoraspeln und die könnt ihr entweder nachher hier nochmal drüber streuen oder über irgendwelche Törtchen, die ihr backt, oder wie gesagt, wahrscheinlich bleibt von der farbigen Schokolade und von der hellen Schokolade hier eh was übrig. Dann mache ich da draußen noch kleine Pralines und dann kann man dann die Schokoraspeln auch drauf streuen. Ich drehe das mal gerade hier ein bisschen. Jetzt kann ich ruhig etwas dünner ausgestrichen werden. Nicht zu dünn, aber zumindest ein bisschen dünner. Ich merke gerade, hier hat sich ein bisschen was von der Lebensmittelfarbe gesammelt. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Gut. So viel zu dem Thema. Das kann ich jetzt erstmal ein bisschen anziehen. In der Zwischenzeit schmelze ich die andere Schokolade. So, der Topf ist leider nicht groß genug für alle Messbecher. Aber zumindest die ersten beiden sind schon drin. Und hier benutze ich jetzt zum Umrühren Schaschlikspieße. Und die brauche ich auch nachher, wenn die helle Schokolade quasi zu der dunklen dazukommt.
Der Vorteil bei heller Schokolade ist, dass sie sehr viel schneller schmilzt als die dunkle. Deswegen ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass nicht alle Messbecher hier reinpassen. Ich hoffe nur, dass die Lebensmittelfarbe sich noch etwas besser löst. Jetzt noch mit der flüssigen Schokolade, flüssigen Lebensmittelfarbe da reinzugehen, wäre eher semi-gut. Schon das mal gerade raus. Das sieht jetzt eher aus, als hätte die weiße Schokolade Masern. Ich fürchte, mit Blau wird es tatsächlich nicht viel besser. Ich glaube, ich lasse das gerade nochmal runterkühlen und probiere es dann nochmal mit der Flüssigfarbe. Ja, also mit der Flüssigfarbe hat das Ganze, wie ihr seht, sehr viel besser funktioniert. Also Kinders, lernt aus meinen Fehlern. Keine Pulverfarbe, sondern flüssige Lebensmittelfarbe und die natürlich bitte in die Schokolade reinmachen, wenn die noch kalt und nicht geschmolzen ist. Gut, machen wir uns jetzt an die Dekoration. So, hier ist wieder unser Backblech und ich nehme mir jetzt immer abwechselnd eine von den farbigen bzw. von der weißen Schokolade und werde hier einfach so ein bisschen was reinspritzen, auch gerne mal größere Flecken. So, eine andere Farbe. Wie gesagt, ihr könnt ja die einzelnen Farben, wenn ihr mögt, auch noch mit verschiedenen Aromen dann versehen. Das ist ganz eurem Geschmack überlassen. Hier könnt ihr euch jetzt einfach so ein bisschen kreativ austoben. Und spritzt ruhig erstmal belanglos durch die Gegend. Na gut, ihr solltet vielleicht aufpassen, dass ihr nicht die ganze Küche einsaut dabei. Weil das ist immer der leidige Part bei so einem Thema, dass man eben nachher auch aufräumen muss. Als je weniger Dreck ihr hierbei macht, desto weniger habt ihr nachher sauber zu machen. Aber die Hauptsache ist, dass ihr Spaß dabei habt. Ja. Und dann könnt ihr jetzt hingehen. Und könnt mit der Spitze von dem Schaschlikspieß hier noch ein bisschen die Sachen miteinander verwirbeln. Wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr zu viel verwirbelt habt, finde ich nämlich gerade hier bei der Stelle, könnt ihr da auch noch gern nochmal mit so einer Schicht drüber gehen. Ja, einfach nochmal über alles drüber. Schaden kann es nicht. Das Gefühl, dass die normale weiße Schokolade etwas besser fließt als die anderen. Und die scheinen durch die Farbe etwas fester geworden zu sein. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich vorher die Pulverfarbe reingemacht habe.
Hier oben kann sowieso noch ein bisschen mehr Farbe hin. Spieß ein bisschen durchwirbeln. Und da es ja keine Galaxie wäre, wenn keine Sterne drin wären, habe ich hier noch Zuckerstreusel. So. Bisschen was auf die Hand. Und verstreuen wir hier noch ein paar Sterne in unsere Galaxie. Ich das Backblech gerade noch ein bisschen hin und her bewegen, damit die noch auf dem Backblech rumfliegen, sich irgendwie an die Schokolade dran heften. Wenn es getrocknet ist. Der Effekt ist tatsächlich nicht ganz so, wie ich mir gewünscht habe, aber es sieht trotzdem ganz schick aus, finde ich. Und es war ja auch für mich ein Experiment. Also das Ganze lassen wir jetzt auskühlen und während das hier auskühlt und hart wird, kümmern wir uns um die Verpackung, die natürlich auch Galaxy-mäßig wird. Okay, für die Verpackung habe ich mir gedacht, dass wir uns ein Blatt Papier Galaxy-mäßig gestalten und dass daraus dann eine Geschenktüte basteln, in die wir dann die Schokolade reintun können. Ja, und zwar habe ich hier meine Aquarellfarben geholt und passend dazu Wasser. Und jetzt werden wir erstmal das ganze Aquarellpapier, was ich hier liegen habe, mit Wasser einbinden. Das Ganze funktioniert, glaube ich, nämlich am besten, wenn man das in Nass- und Nass-Technik macht. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn sich das Papier dann ein bisschen wälzt. Und ich glaube, das bringt dann die Galaxy-Optik noch besser zur Geltung. Ich habe hier einmal diesen großen Schaumstoffpinsel, mit dem ich das Ganze jetzt quasi mal bessere. Und dann habe ich hier noch meinen etwas größeren Haarpinsel. Und mit dem gehe ich jetzt in die Aquarellfarbe rein. Als allererstes mal schwarz. Ja. Und dann gehen wir damit einfach mal hier so rein. Ja. Schwarz haben wir das Blatt jetzt einigermaßen gefüllt. Dann gehen wir mal in das Blau rein. Und gehen damit einfach mal dazwischen. Ein bisschen in das Rot vielleicht noch. Schwarz ist natürlich jetzt noch nicht so intensiv. Aber ich werde das jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Und dann werde ich nochmal mit der schwarzen Aquarellfarbe drüber gehen. Und gucken, wie es dann aussieht. Ja, das Ganze ist jetzt etwas angetrocknet. Das heißt, wir können jetzt nochmal mit der schwarzen Farbe reinmalen. Dazu gehe ich jetzt nur mit dem, in Anführungsstrichen, kleinen Pinsel rein und bepinsel das Ganze nochmal mit der schwarzen Farbe. Mal stärker, mal weniger stark. Ich hoffe, der Pinsel ist nicht so eine tolle Qualität.
Man sieht jetzt auch ganz gut, dass hier jetzt die Farben, die ich eben unten drunter gemischt habe, quasi auch so ein bisschen durchschimmern und nicht mehr ganz so stark scheinen. Also das sieht jetzt schon eher nach so einem Nachthimmel aus. Ja. Nee, der Pinsel hier hat echt keine gute Qualität, der verliert auch Haare. Das ist halt einer dieser Erkenntnismomente, wenn man noch nicht so viel gemalt hat und sich dann zwar irgendwann neue Pinsel angeschafft hat, aber halt auch immer noch ein paar von den alten Schulpinseln in der Sammlung hat. Und der hier gehört dann wohl zu letzterem. Wenn ich in Zukunft öfter male, werde ich mir auch noch mal ein paar vernünftige Pinsel zulegen. Weil Bilder mit Haaren braucht keiner. Es sei denn, man hat die Haare sehr schön realistisch gemalt. Ah, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann gehen wir überall noch mal ein bisschen mit Wasser drüber. Jetzt kommt noch ein Special-Effekt und ich hoffe, der funktioniert auch. Ich habe hier nämlich Brezelsalz drin und davon streue ich jetzt ein bisschen was über das Bild. Ja, das kommt schon raus. Ja. Gut, das sollte reichen. Huch. Oder so. Etwas zu viel des Guten, aber das, was jetzt hier rumgeflogen ist, machen wir jetzt gerade auch noch mit drauf. Gerade die Tüte wieder zumachen, nicht, dass dann noch mehr rausblumst. So, und dann machen wir hier mal die Fingerkehrmaschine. Wunderbar. Und rein theoretisch saugen die Salzkörner jetzt da, wo sie gelandet sind, Wasser samt Farbe auf. Und dann sollte es quasi der Effekt ergeben, dass quasi so ein bisschen weiße, ausgefranste Flecken entstehen. Ich habe den Effekt schon ein paar Mal probiert. Aber dieser Effekt ist, ich will es mal so ausdrücken, ein bisschen wie eine Katze. Mal funktioniert er nicht, mal will er nicht. Und ich habe meistens keinen wirklichen Einfluss darauf. Außer, dass ich glaube, dass er an den nassen Stellen, an den besonders nassen Stellen etwas besser funktioniert. Aber lassen wir uns überraschen. Das Ganze muss jedenfalls jetzt erstmal trocknen. Und wenn das trocken ist, sehen wir uns wieder. So, das Papier ist insoweit trocken und der Effekt hat auch insoweit funktioniert, dass man jetzt halt überall diese schwarzen Punkte sieht. Nur leider hat es halt die Farben nicht ganz weggesaugt, aber ich habe hier noch so schöne Effekt-Lackstifte und mit einem silbernen werde ich jetzt noch. Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen dick. Ja, werde ich jetzt noch so ein paar Punkte da reinmalen. Ich fürchte fast, ich habe keinen dünneren. Ja, warte mal, hier ist sogar noch ein weißer, so wie es aussieht. Das wäre, glaube ich, sogar noch besser als Silber. Gut. Hm.
Papier scheint das ganz gut aufzusaugen. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Ja, ja, mit dem Silbernen, der hält ein bisschen besser. Dann setzen wir damit noch so ein paar Akzentpunkte. Man kann ja auch mit der dicken Spitze etwas sachter aufdrücken. Ich denke, damit dürfte die Gestaltung genügend getan sein. Und dann machen wir uns jetzt daran, dieses Stück Papier in eine Geschenktüte zu verwandeln. So, ich habe hier ein großes Geodreieck und ein Falzbein. Und zwar werden wir jetzt die Tüte falzen. Und zwar einmal das Blatt falzen. Eine Tüte ist es ja noch nicht. So. Einmal wird gefalzt die untere Kante bei 2 cm. So ein DIN A4-Blatt hat ja in etwa die Länge von 30 cm. Ja, also das hier hat jetzt 28 cm. Ja, das bedeutet 28 geteilt durch 3. Neun irgendwas. Gut, das heißt, wir haben 'ne Mitte aus. Wie machen wir das am besten? Wir müssen es halt jetzt ungefähr in 3 gleich große Stücke teilen. Allerdings sollte dabei eines von den Seitenlaschen länger sein als die andere. Das dürfte eigentlich machbar sein, indem wir es halt alles bei 9 falzen. Dann müssten wir nämlich eine Lasche von 10 cm haben. Also, hier haben wir einmal 9. Ach, warte mal, 9 müsste ich auch noch hier auf dem Lineal, auf dem Geodreieck drauf haben. Jep, so, gut, also. 9. Und von der Falzlinie aus auch nochmal 9. Und das müsste dann wiederum bedeuten, dass dieses Stück hier ja, etwa 10 cm ist. Gut, dann umknicken, den Falzbein nochmal drüber fahren. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Ja, und genau falsch gemacht. ja, weil jetzt übersteht das natürlich. Wie ich das hasse. Denkfehler. Gut. Also von beiden Seiten aus 9. Dann nehmen wir das vorne einfach als Zierfalte. Wie sagt eine Bekannte von mir immer so schön, das soll so.
Leute, ich merke gerade, dass ich hier ein bisschen Bockmist mache. Vergesst einfach alle Falzen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, wir machen von dem Rand aus eine Falz von 5 cm. Ich mache das sonst immer mit Briefumschlägen, deswegen brauche ich mir da keine Gedanken zu machen, wie ich die Seitenteile falze. So, also jedenfalls hier machen wir eine 5 cm Falz. Von der anderen Seite machen wir bei 5 cm eine Falz. Nobody's perfect, Leute, und ich schon gar nicht. Mein Block hat ja nicht umsonst diese wundervollen Naht. Oh, ich fürchte, jetzt passt aber auch von vorne und hinten nicht. Das heißt, ich mache jetzt hier. Wird das heute noch irgendwas? Ja, wenn ich hier eine 6 cm Falz mache. Ich hätte gerade größte Lust, das Ganze wieder ganz von vorne anzufangen. Aber ich muss das Video irgendwie fertig kriegen. Und deswegen wird es halt jetzt ein bisschen chaotisch. Also jetzt nochmal für die, die jetzt komplett verwirrt sind, was ich vollkommen verstehen kann. Ich habe unten eine Falz bei 2 cm gemacht. So, und dann habe ich bei der einen Seite, die anderen Falzen lassen wir jetzt einfach mal außen vor, eine bei 9 cm gemacht und dann habe ich auf der anderen Seite eine bei 6 cm gemacht. Und wenn man das Ganze jetzt umknappt, hat man hier eine Stelle, wo man das Ganze verkleben kann. Und das machen wir jetzt auch und da ich natürlich an den Kleber nicht gedacht habe, gehe ich den mal eben schnell holen. So, hier hat es den Kleber und den tragen wir jetzt hier auf die nicht ganz so schöne Kante auf, dann ist die nämlich auch versteckt. So. Draufklappen und festdrücken. So. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Kleber. So. So. Jetzt brauchen wir wieder Falzlinien und zwar genauso breit wie die hier unten, also 2 cm. Ich messe lieber nochmal nach, nicht dass ich euch hier wieder einen vom Pferd erzähle. Ja, das passt. Ja. Gut. Einmal von hier unten der Kante, also von der einen Seitenkante. Das muss jetzt durch beide Papierschichten durchgehen, also ruhig ordentlich feste Falzen. Ja. Und du klebst. Ja. Und das gleiche Spiel von der anderen Seitenkante aus. Haben wir gerade mal noch ein bisschen aus, bis das hier einigermaßen getrocknet ist. Dann kann man schon mal hier das Papier knicken. Und falzen. Beziehungsweise mit dem Falzbein nachziehen. Same game on the other side. So.
Jetzt haben wir hier quasi so einen Papierschlauch, wenn man so will. Ich glaube, ich muss doch doppelseitiges Klebeband nehmen. Mann, ist das heute ein chaotisches Video, Leute, ey. Tut mir leid. Aber ich habe jetzt wirklich absolut keinen Nerv, das ganze Video von vorne zu drehen. Ich glaube, ich behelfe mir gleich einfach ein bisschen mit Washi-Tape. Das wäre doch eine Idee. Ich glaube, ich habe da sogar so ein hübsches Silbernes. Da bin ich wieder mit Washi-Tape im Gepäck. So. Und davon klebe ich jetzt einfach mal einen Streifen über die Klebestelle. Damit die ein wenig stabilisiert ist. Bevor mir das Ganze hier noch auseinanderfällt. Da soll ja immerhin nachher auch noch die Schokolade rein. So. Und mit der Schere abschneiden. Ich finde es aber eigentlich auch mal wichtig, dass ihr seht, dass auch bei uns Profis, also ich will mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, dass auch bei uns Leuten, die YouTube-Videos machen, halt auch nicht immer alles glatt geht. Ich glaube, das nimmt dann auch so ein bisschen die Scheu davor, die Sachen selbst auszuprobieren. So, ich mache mir hier den Tunnel ein bisschen auf und diese Seitenfalz, also hier diese Falte, drücken wir jetzt nach innen. Und die andere Falz, die wir gerade eben quasi gemacht haben, die kommt jetzt nach außen. Ja, das ist eine Seite. Am besten nochmal mit dem Falzband nachgehen, vor allen Dingen bei den 1000 Falzlinien, die ich da reingemacht habe. So. So, und auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Die kommt nach innen und die anderen kommen nach außen. So. Gut. Nächstes, was wir machen, ist, dass wir den Boden falten. Und zwar drücken wir das hier nach innen. So, und zwar so, dass ihr hier an der Seite quasi so dreieckige Laschen erhaltet. Einmal die eine Seite und einmal die andere Seite. Ja, ich gebe zu, Aquarellpapier ist da etwas störrig, aber dafür ist die Tüte dann gleich auch stabil. So, und jetzt hatte ich eigentlich vor, die Ecken hier auch mit dem Kleber anzukleben, aber da wir ja gerade eben schon gemerkt haben, dass das nichts wird, würde ich einfach sagen, wir machen das auch mit Washi-Tape. Jetzt ist mir das natürlich ein bisschen zu weit reingedrückt. So, Leute, ich habe eine Lösung gefunden. Improvisation ist ja bekanntlich alles. Und zwar habe ich mir ein Stück Etikettenpapier zurechtgeschnitten und habe das hier unten drauf geklebt und es hält. Gut, dann brauchen wir hier oben eigentlich nur noch quasi zwei Falzlinien zu machen, damit man das halt ein bisschen einknicken kann. Jetzt machen wir das mal. Nur die auch mal 2 cm breit. Ne? Mal. Sieht natürlich jetzt nicht so schick aus, aber deswegen wollen wir das auch zweimal falten. Ja, ich gebe zu, rückblickend gesehen war Aquarellpapier wohl nicht das Beste. So, die zweite Falz machen wir dann bei 3 cm, würde ich sagen.
fertig sieht das Ganze dann quasi so aus. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass man jetzt hier noch ein bisschen was von dem Silberband sieht. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Klammer. Und die kommt dann oben drauf. Gut. Dann gucken wir mal, was unsere Schokolade so macht. Ja, die Schokolade hatte in der Zwischenzeit genug Zeit, ordentlich auszukühlen. Die können wir jetzt von dem Backpapier ablösen. Wie ihr seht, das geht ganz einfach. Ja. Dann habe ich hier so ein Brett unterliegen. Und dann gehen wir jetzt mit einem Messer hin und schneiden das einfach. Beziehungsweise das bricht dann auch ein bisschen. Deswegen nennt man diese Technik der Schokoladenherstellung auch Bruchschokolade. Und dann kann man hier schon mal so einzelne Stücke. Da, wo noch nicht gebrochen ist, kann man halt weiter mit dem Messer rangehen. Einfach so, dass man ein paar handliche Stücke hat. Und das Schöne an der Technik ist auch, dass man die ganzen kleinen Schnipsel, die nachher übrig bleiben, direkt naschen kann. Sowas zum Beispiel. So. Und die Stücke können wir jetzt in unserer Tüte verpacken. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und da ist die fertig verpackte Galaxy-Schokolade. Holla die Waldfee, das war ja mal ein holpriges Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Es tut mir leid, dass es heute so chaotisch war. Aber wie gesagt, ich finde es auch mal wichtig, dass ihr seht, dass bei uns eben auch nicht immer alles glatt geht. Wenn ich das jetzt per Livestream gemacht hätte, wäre das genauso chaotisch gelaufen. Von daher, ja, shit happens. Und nicht perfekt, aber einzigartig. Ja, also ich finde das eigentlich eine sehr hübsche Geschenkidee. Wie bereits gesagt, wenn euch das Video trotz allem gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich natürlich auch gerne abonnieren, beziehungsweise meinen Kanal. Und natürlich könnt ihr euch auch wieder wie immer mein letztes Video anschauen, was ich hochgeladen habe. Aber noch viel wichtiger ist, dass ihr euch die Videos von den anderen Mädels aus der Aktiv-Kreativ-Gruppe anschaut. Die Kanäle von den Mädels habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Also viel Spaß beim Schauen und unbedingt Däumchen und Abos dalassen, denn dann verpasst ihr nie wieder die Aktiv-Kreativ-Aktion. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao!